ich irgendwas auf? Also ja, ich weine noch nicht, darum geht's nicht. Es geht auch nicht um mich, weil ich sehe wie immer gut aus. Aber hier so irgendwie. Nee? Moment. Das hier ist meine alte Kamera. Und das ist meine neue Kamera. Es gibt da so ein paar Gründe, warum ich mir eine neue Kamera gekauft habe. Generell bin ich ja zufrieden mit der GoPro, aber man ist auch sehr eingeschränkt. Das ist halt eine Actioncam, die hat immer das gleiche Objektiv. Das sieht immer aus wie bei einer Actioncam, immer sehr digital, sehr scharf von vorne bis hinten. Hier bei einer richtigen Kamera hat man dann Möglichkeiten mit Unschärfe zu spielen, das heißt Vordergrund, Hintergrund. So zum Beispiel oder andere Sachen. Ich kann das Objektiv wechseln und dann habe ich natürlich noch bessere Qualität künftig, weil das hier ist nur das normale Kit-Objektiv, was dabei ist. Und irgendwie hat man einfach generell mehr Möglichkeiten, irgendwelche Sachen zu machen mit einer richtigen Kamera. Wie gesagt, die GoPro an sich ist ja nicht schlecht, aber es schränkt mich halt doch zu sehr ein. Deswegen die. Beim Aufpacken habe ich den Karton ein bisschen verpixelt, weil erstens wollte ich es spannend machen und zweitens fand ich es auch nicht so wichtig, jetzt über die Kamera zu reden oder die Kamera vorzustellen, welche das ist. Wenn jemand will, gerne mal in die Kommentare reinschreiben, welche Kamera ich mir dann da vielleicht gekauft habe. Kleiner Tipp, der Name reimt sich auf ein kleines Pferd. Ich habe mir jetzt hier für die Kamera auch wieder so eine Ansteckmikros gekauft. Da, das sind nicht meine Brusthaare. Ich hoffe, die funktionieren. Ich habe sie noch nicht großartig getestet. Aber man kann halt auch wieder so witzige Sachen machen wie, keine Ahnung, ich gehe einfach weit weg und man hört mich trotzdem genauso wie vorher. Ich muss mich mit der Kamera noch so ein bisschen einfuchsen, weil ich das alles komplett manuell machen möchte. Ganz anders als bei der GoPro, weil wie gesagt, die packt man aus und macht die an und die macht halt ein fertiges Video. Was ja generell ganz cool ist, aber ich wollte halt ein bisschen mehr Möglichkeiten haben. Deswegen alles manuell. Wenn es hier so ein paar Schwankungen gibt, was Belichtung angeht, ist halt eine neue Kamera. Weißabgleich sollte passen. Ich denke, das ist okay. Wenn nicht, keine Ahnung, abwarten. Ich werde dann eine Menge Videos mit dem Teil machen. Das heißt, irgendwann weiß ich genau, was los ist. In dem letzten Video oder in einem der letzten Videos hatte ich ja erwähnt, dass ich gerne die 1500 Abonnenten haben möchte zum Jahresende. Das war nur so eine willkürliche Zahl, das war Quatsch, weil ich möchte gerne 2000 haben. Nee, auch nicht wirklich. Also ich freue mich über jedes einzelne Abo. Aber wenn es halt mehr sind, macht das irgendwie auch noch mehr Spaß. Also generell gucken die Videos ja doch relativ regelmäßig einige Leute. Aber wenn das halt mehr werden, warum nicht? Größeres Publikum ist immer besser. Und um das auch ein bisschen zu pushen, werde ich jetzt ein paar ältere Videos mal nehmen und daraus so Shorts machen. Das heißt, nicht wundern, wenn ich irgendwelche alten Inhalte nochmal recycle für irgendwelchen Quatsch. Ist einfach eine Idee, ein Versuch, weil diese Short-Videos, ich hoffe, die Mikros sind wirklich gut, weil es ist sehr windig gerade. Wo war ich? Ach ja, die Short-Videos, die werden irgendwie von YouTube viel mehr aufgenommen und sehr viel geguckt und der Algorithmus greift die einfach besser auf, scheinbar. Das möchte ich natürlich auch nutzen, um vielleicht einfach noch mehr Leute zu erreichen für den Kanal. Warum nicht? Es macht ja Spaß und wie gesagt, wenn das noch mehr Leute sehen, macht es eben noch mehr Spaß. Laut Histogramm ist das richtig belichtet, aber es sieht ein bisschen hell aus. Ich wollte mal ein bisschen von der Gegend hier zeigen, weil die relativ interessant ist. Ich glaube, ich war hier noch nicht. Eine Sache hätte ich da noch, und zwar nächsten Sonntag kommt ein neues Video raus. Das hatte ich schon mal angekündigt in einem Community-Beitrag. Und zwar so ein Frage- und Antwort-Video. Da hatte ich ja mal auf Insta aufgerufen, dass mir Leute mal Fragen stellen, die ich dann beantworte. Ist nichts Neues, machen einige, aber ja, mein Gott, dann mache ich es halt auch. Finde ich ganz interessant, könnte ein neues Format werden, wenn es gut ankommt. Es wird gut ankommen. Die Fragen sind da relativ abwechslungsreich. Ich habe halt schon ein paar bekommen und die werde ich dann halt beantworten. Und eben habe ich gerade irgendwas am Ton verstellt, deswegen nehme ich das Ganze nochmal auf. Habe auch wieder eine andere Einstellung genommen, weil Abwechslung ist gut. Ja, was kann ich mal, was ich gesagt hatte? Das neue Format nenne ich das mal, wie gesagt, Wunsch ist das einmal im Monat rauszubringen. Vorausgesetzt natürlich, es kommen genug Fragen. Nochmal die Aufforderung an euch da draußen, schickt mir ein paar Fragen und ich beantworte die. So einfach. Gut, noch was? Nö, eigentlich nicht.
werde mich die nächsten Tage, Wochen und Monate mit der neuen Kamera beschäftigen, die auch zoomen kann. Also, naja, denn mal so ist das okay. Da Schmutz. Ich habe übrigens diesen Filter drauf, den ich jetzt irgendwie an meiner Leica hatte oder an der Fuji und zuletzt auch an der GoPro. Soll das alles ein bisschen schöner machen, was natürlich schwierig ist bei mir. Also das ist eine Herausforderung, sagen wir es mal so. Also bevor ich noch mehr Spaziergänger und Studenten kommen, packe ich meine Kamera ein, fahre nach Hause, schneide das alles und freue mich über hoffentlich gute Qualität. Aber so, denke ich mal, ist das wie gesagt ganz nett. Also das Objektiv ist halt echt nicht das Beste, ne? Vielleicht kommt dann mal irgendwer mit Werbeverträgen oder sowas und dann kann ich mir ein paar neue Objektive kaufen. Also gut, in dem Sinne, ich sehe, der Akku ist gleich alle. Ich verabschiede mich, fahre jetzt nach Hause, schneide das Ganze. Viel Spaß beim Ansehen, gewünscht zu haben, weil das Video ist jetzt hiermit vorbei. Schönen Sonntag noch, schönen Abend, gute Nacht.